So, und wie du siehst, Ezio ist in der Zwischenzeit zu gigantischer Größe herangewachsen. Eine Tat. Ja, du musst dir vorstellen, wenn da bei unten jetzt so kleine Mini-Wachen stehen würden und Ezio einfach wirklich riesengroß wäre. Hm. Ich stell mir vor, die päpstliche Armee, also die Armee von Rodrigo, hätte diese Panzer gehabt. Das wäre mit Sicherheit. Ja, das wäre also. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Nee, also ich würde mir vorstellen, wenn Cesare Armee diese Dinger jemals so in die Finger gekriegt hätte, da wäre Endzeit gewesen, wenn er alle Erfindungen gehabt hätte. Ja, die anderen Erfindungen sind jetzt nicht so krass. Also das Boot ist zwar schon heftig, wenn es trifft, aber dafür ist es nicht besonders wendig und so. Ja, aber allein die Flugmaschine ohne V-Sync kann da schon eine ganze Menge aussehen. Die Flugmaschine, wenn du sie taktisch richtig einsetzt, aber die ist jetzt kein Kriegsgerät in dem klassischen Sinne auf jeden Fall. Und du brauchst ja trotzdem noch Hitze, um das Ding zum Laufen zu bringen, also ist ja kein Motor oder sowas. Also ich finde schon, dass der Panzer, glaube ich, von all dem die Erfindung ist, die das meiste ausgemacht hätte beim Krieg. Wenn der wirklich so verwendet worden wäre. Ezio. Aber was hast du erwartet? Ein Attentat. Nö. Aber ich muss mir vorstellen, dass ich jetzt das, der Gleiter, der braucht der Hitze, aka Fire, um halt zu funktionieren. Und dann hat er jetzt wieder einfach hier so ein Gangster-Mix-Mix-Tape unter den Flügeln kleben und das Ding fliegt von alleine auch ohne Feuer. Die Verbindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wird Cesare bestehen. Das könnte ein Ronny sein. Wenn er einen Bart hat. Das ist auch ein Ronny. Das ist ja ein Architekt, ein Renaissance-Ronny. Nee, nicht alle, nein, das sind nicht alles Ronnies. Doch. Nur die mit dem Schnauzer. Der Schnauzer muss da sein, sonst kein Ronny. Das ist Fakt. Die anderen, die denken, sie wären cool, aber sie sind's nicht. Genau wie du. Das könnte ein Zitat aus hier aus der geilichen Bibel sein. Hier ein Ronny ohne Schnäuzer ist keine Ronny. Daniel 25, 17. Yes. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Wer was anderes sagt, der ist ein Sünder, ein Ketzer. Gotteslästerer. Ein Grievous. Okay, da ist die Mauer. Ich könnte jetzt hier, aber ich werde es nicht machen. Nein, mach's nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein nices Gebiet. Ich glaube, da drin ist dann auch gleich der Panzer. Ja, vor allem hier muss man wirklich aufpassen, weil hier gibt es ja wirklich vergleichsweise viele Wachen und halt weite offene Gebiete, weil bei den anderen gab es zwar mehr Wachen, aber das ist auch wesentlich mehr Versteckmöglichkeiten. Mehr Wachen, aber mehr Versteck, ja, okay, ja. Aber was ich auch cool finde, ist, dass das Gebiet ja tatsächlich relativ offen ist. Wobei das erste mit der Flugmaschine, das war auch relativ offen. Das mit dem Boot, weil es glaube ich das einzige, was nicht ganz so. So, Schnäuzertest. Schnäuzer. Tatsache. Nein. Tatsache. Verräter. Ketzer. Kein Schnäuzer. Wo sind die Pläne für diese Waffe? Wo ist dein Schnäuzer? Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Man muss mal vorstellen, wenn er sich die Typ jetzt gepackt hätte. Aber verdammt, was wollt ihr? Wo ist dein Schnäuzer? Brich ihm die Nase. Genau. Wo ist der verdammte Schnäuzer? Der synchronisiert. Immerhin, es ist die letzte. Es ist die letzte Lademaschine und dann. Also du tust ja jetzt so, als ob das was Schlimmes wäre, ich bitte dich. Ja, aber ich würde sagen, wenn du jetzt gerade halt hier Zeit Stress hast, dann machen wir halt das, da Vinci viel verschwimmt, das DLC halt ein andermal, würde ich sagen, dann machen wir jetzt halt noch die Maschine,
die Abschlusscutscene, dann gehen wir doch mal raus aus dem Animus und gucken halt da nochmal in der Oberwelt. Von mir aus können wir machen. Wie gesagt, ich muss nicht bei dem verdammten DLC dabei sein, also das ist nicht so wichtig. Doch. Weil wie gesagt, so bist du. Jetzt wäre ja, würde dann halt alles nochmal hochgeladen werden, dieses DLC wird dann erst am Ende der Hauptstory reingeschnitten, dann wird es halt wie so eine riesige Zeitreise, wenn du da nochmal dabei bist. Ja. Ey, da war ein Fahndungsplakat von dir. Tatsache, und hier hast du sogar noch das Kriegsboot. Das ist eben nochmal eine größere Ausführung. Also, allein sieh dir das mal an, wenn die damit fertig geworden wären. Jupp. Also das wäre schon... Das hätte einiges entschieden, wahrscheinlich. Ja, aber vor allem, weißt du, was das Coole ist in der Richtung, wie das gerade nimmt? Ja, angenommen, ich warte jetzt nochmal auf dich mit dem Da Vinci DLC. Mhm. Ah, sagst du so, dann... Hey. Dadurch, dass... Oh, das hier... Dadurch, dass wir jetzt alles aufnehmen, könnte ich halt theoretisch schon weiter aufnehmen, dann halt ohne dich, und halt das DLC trotzdem später irgendwann machen. Weil so gesehen, die Stelle, an der es reingeschnitten wird, bleibt ja trotzdem die gleiche. Also dieser Zeitreise-Effekt bleibt ja trotzdem. Nur wegen diesem blöden Zeitreise-Effekt, ey. Ja, also ist halt quasi halt so wie bei hier, du weißt, bei Sly Cooper. Ja, aber da hat sich das halt so ergeben, da habe ich das nicht auf Krampf so gemacht. Tja, aber... Hier schon. Ja, ich weiß, ja. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns! Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. So, drei Söldner und einer hat's nicht geschafft. Na... Vielleicht gehört's gerade ein paar Schiff Redward. Nein, die anderen werden es auch nicht schaffen, wenn du jetzt nichts machst. Mach was! Wenn ich mir vor, wenn Enzi jetzt noch diese Leichen hinter sich so herschleifen würde, keine Müdigkeit vortäuschen, Friend Worten, dann merken einfach nicht, dass er tot ist und denken die ganze Zeit, er wäre einfach nur faul. Genau, wenn er einfach nur, ah, oh, puh, er hat nicht gemerkt, dass ich noch am Leben bin. Ich will lieber hier bleiben, hier gibt's täglich Essen. Genau, der Klammern ist eingesperrt in dem Ding hier, aber die Verpflegung ist gut und die Wachen sind nett. Ja, genau, 10 von 10 würde mich wieder gefangen nehmen lassen. Genau. Diesen Waffen zu kämpfen war für mich auch immer so ein Highlight, weil das war halt nicht so eine Standardwaffe, sondern die musstest du extra sammeln und so, deswegen war das so cool, wenn man da mal so ein Ding hatte. Ich bin ja nicht überrascht, wie lange der Speer gerade gehalten hat, wenn du meinst, du halt ein Konterattentat machst, bleibt der ja im Feind stecken, du musst ihn halt ich entweder weiß, ja. wieder rausziehen. Moment, der kommt mir bekannt vor. Vor allem, ja, ich kann sagen, wie die eine Wache einfach verweigert, ihre Waffe zu ziehen und mit den Fäusten zu kämpfen. Ah, da war der Speer oder die Hellebarde in der Wache drin. Zack und boom. Da nehmen wir uns gleich den nächsten mit für den Panzer, denn nun geht's in den Underground. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Ja, übrigens, ist das so wieder in der Nebenmission, wo halt Ezio Kompan hat, mit denen er Dialog führen kann. Das hatte ich auch bei Tomb Raider erwähnt, was ich jetzt halt wieder merke, wo ich ja das zuletzt, wo ich ja das Display quasi wieder erneut für das Lara-Video schneide. Und da habe ich gesagt, wie selbst vermisse, dass halt Lara im Gegensatz zu den anderen Titeln halt keinen Kompan hat und damit halt auch keinen Dialog führt, und jetzt ist halt immer nur dieses unbehagliche Schweigen im Raum steht, was man halt selber mit seinem eigenen Kommentieren dann halt bilden muss, und so hat man hier auch mal eine natürliche Pause zwischendrin. Das stimmt, ja, da muss man nicht dauerhaft irgendwas sagen. Das ist ganz praktisch. Ich bin schneller bei der Kiste, ich bin schneller. Ich glaube, die wollten gar nicht zur Kiste, aber es ist nur eine Vermutung. Ja, sie nicht, aber Friendwater gerade schon wieder hinterherhängt.
So. Aber hier auch der und. Also hier, das ist, glaube ich, eine der coolsten Leonardo-Missionen. Ja, weil ganz ehrlich, so wie das hier aussieht, dann erinnert mich das vom Designer den Tempel von Solomon aus dem ersten Assassin's Creed. Also wirklich, mehr Back to the Roots geht schon gar nicht mehr. Ja, nicht nur deswegen. Ich finde, es hat auch so diese perfekte Abwechslung. Also, und hier du hast. Hier, dass ich unten noch der ganze Kran damit mit Wasser füllt. Das ist krass, wirklich krass. Du hast erst oben das etwas verstecktere, das etwas offenere Gebiet, wo du dich versteckter halten musst. Und jetzt hast du hier unten nochmal so einen Underground-Dungeon, der aber nicht aussieht wie die sonstigen, sondern ein bisschen anders. Und danach hast du eben noch eine Fahrzeugpassage, die ich zumindest, ich weiß nicht, gut in Erinnerung habe oder lustig in Erinnerung habe. Ja. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber die war, glaube ich, nicht verkehrt. Im Gegensatz, also die Flugmission hat auch einen coolen Anfang, aber ja, dann das Fliegen am Ende ist nicht so cool. Und die Bootsmission, muss ich sagen, finde ich bislang am schwächsten. Mhm. Auch wenn da der kurze Dungeon am Schluss nochmal ganz cool ist. Ja, weil das cool ist halt, die Bootsmission war halt repetitiv mit diesen drei Toren öffnen, bloß nicht gegen die Gondel kommen. Also wenn man da vergleicht, was normal sind mit denen, da wenn ich ihn jetzt nicht gemacht habe, oder ich auch selbst mit den Templer-Gräben oder den Templer-Schätzen, da war das schon, ja, schwächer. Also nicht schwach, aber schwächer. Ja. Leonardo will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung, war klar. Los! Da. Nun haben wir den ersten Kriegsfliegen Donate der Weltgeschichte. Stell dich vor, das Ding wäre in die Massenproduktion gegangen, ey. Und vor allem, das ist ja ein Prototyp. Ein Prototyp, der absichtlich Fehler eingebaut hat, dass sie eben noch nicht richtig kriegstauglich sind. Mhm. Also Leonardo hat die Dinger ja absichtlich manipuliert. Ja eben, das ist schon echt. Meinst du, ich weiß gar nicht, viele von den Erfindungen hier, also die Erfindungen haben ja alle irgendwie existiert, aber die meisten nur auf Skizzen. Ich frag mich, ob der Panzer hier tatsächlich mal gebaut wurde. Ich glaube, wenn nicht. Na, hier Leonardo, der hat halt seine Kiste absichtlich mit Fehlern ausgestattet, damit die Borgia ihn halt nicht einfach töten, wenn er fertig ist. Weil er ja auch der Einzige ist, der diese Dinger wieder reparieren kann. Der hat halt hin und wieder funktioniert. Ja, aber in echt, wie jetzt meine ich. Ja, das ist ja aus dem echten quasi. Hin und wieder hat er halt funktionierende Produkt abgegeben, dass sie dann halt nicht sofort halt durchschauen. Aber diese Dinger hat er schon gebaut, aber die haben halt nicht richtig funktioniert, zumindest nicht so wie von ihm vorhergesehen. Okay. Im Panzer waren keinen Schaden erleiden, hast du jetzt nicht geschafft. Ach, fuck it. Fuck it all. Nein, Start Nummer 9. Aber ja, also auch hier der Schluss. Klar, hier der Schluss könnte man sagen, ist vielleicht auf Dauer ein bisschen eintönig. Aber ich finde dafür, dass sie extra die Panzersteuerung und so eingebaut haben, kann man das dann auch mal über so einen Zeitraum machen, wie es jetzt hier gemacht wird. Ja, mein Panzer ist jetzt eine einzige Mission. Und im Endeffekt, das können halt auch nicht alle immer so geil sein, hier wie. Wie die mit dem Maschinengewehr. Achso, ja, das Maschinengewehr war ja auch noch ein Ding. Stimmt, das habe ich schon fast wieder vergessen. Das letzte Aufnahme liegt jetzt auch schon hier fast 2 Monate zurück. Also die hatten wir ja am 12. Februar oder so. Ja, aber es war noch 2021. Da war ich sogar, glaube ich, noch in Kurzarbeit. Da habe ich noch irgendwas davon gesagt. Ja, also ich bin ja immer noch in Kurzarbeit. Wahrscheinlich bleiben die Läden ja auch weiter zu. Ja, Pustekuchen, Anfang März haben wir wieder aufgemacht. Und seitdem haben wir offen. Vor allem auch ein krasses Detail. Und jetzt halt siehst du, der Panzer drehte die du da halt hast. Ja. Das zersplitterte Holz, hier die kaputten Läufe vorne. Zersplitterte Holz, ja, das ist schon ein cooles Teil. Sogar die Eingangslücke, sogar die Nieten an der Eingangslücke lockern sich, wenn du jetzt genau vorne hinguckst. Alter, das ist ein 2010er Spiel, was nicht für sowas ausgelegt war. Ja, aber es ist schon ein AAA-Spiel, also. Von
der Hinsicht, von der Sache her. Alter, jetzt hab ich den einen Panzer gerade wirklich mit einem einzigen Schuss erledigt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich glaube, der war... Meinst du, der war besetzt? Ja, ich glaube, der war einfach leer wahrscheinlich. Hier stehen, glaube ich, noch mehr so leere Panzer. Aber ein paar haben sie schon davon gebaut, ne? Da frage ich mich aber, warum jetzt dieser eine hier da gelagert war unter der Festung. So als wäre das irgendwie das Geheimste der Welt. Die anderen sind hier draußen offen in so einem Lager. Ah, so zerstört er ihn. So schön. Ich würde dich gerne. Jetzt mal vor, einer der Söhler hat seinen Autoschlüssel drin liegen gelassen. Und Moment, ich muss mal zurück und Ezio sieht und hört ihn einfach nicht. Ah, siehst du, aber Ezio sagt sogar selbst, ich würde dich gern behalten. Also ich glaube, für ihn ist es auch so das beste Gadget. Ja, also man konnte sich gerade halt richtig vorstellen, wie sie da so drin hocken, zuerst mal die Power von diesem Panzer fühlen, halt noch so mit Musik auf die Ohren, alle drei wippen sie so hier synchron mit dem Kopf auf, hin und her aufeinander. So, ja, geil. Jetzt wird voll gerade alle noch am Streiten. Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo.